Hallo und herzlich willkommen zu Fit mit Anna. Wir starten mit einem Warm-up und dann geht's zum Hauptteil. Lass uns beginnen. Marschiere. Arme schön mitnehmen, richtig groß. Vor und zurück schwingen. Sehr gut. Beide Schultern kreisen. Bisschen größer. Ganzer Arm, Schultern sind tief. Und wieder kleiner, Ellbogen rück. Okay, nur die Schulter, hüpf, hüpf. Mach den ganzen Körper richtig warm. Und locker gehen. Sehr gut. Wir gehen Step Touch. Nach rechts, links, rechts, links. Nimm die Arme dazu. Große Arme. Noch ein bisschen höher jetzt. Und geh wieder tief. Und wieder oben. Hep. Okay, komm wieder tief. Nimm die Arme zur Seite. Große Schritte, große Bewegung. Oberkörper mit. Rotation. Hep. Hep. Jawohl, geh unten. Und nochmal auf Schulterhöhe. Jetzt, mach dich richtig warm. Und wieder tief die Arme. Hep. Jawohl, marschiere am Platz. Komm, Knie etwas höher. Arme mit. Arme hoch. Hep. Arme tief. Und wieder Arme hoch. Hep. Nochmal tief. Komm. Okay, Step Touch. Arme zu und ab. Komm, ein bisschen größer. Arme oben, zu, auf, zu. Nochmal für unten. Hey. Und wieder oben. Zack. Okay, nach vorne. Zack. Nach vorne. Oben. Noch einmal. Komm. Vor. Seit. Und vorne, oben. Jawohl, marschiere, komm, auf rechts. Marsch. Öffne die Füße. Wieder zusammen, parallel. Und wieder öffnen. Nochmal, und zusammen. Und öffnen. Und wieder schließen. Und auf. Okay, bleib hier für den Leg Curl. Nimm die Arme mit.
Sehr gut. Jetzt wärmen wir den Unterkörper auf. Hüfte, Knie, Füße. Zack. Arme tief. Okay, Arme nochmal oben, hier. Und wieder tief. Buh, 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 buh. Okay. Und Step Touch. Komm mit auf rechts. Locker. Wir marschieren. Auf rechts. Komm, marsch. Langsam. Geh tief und stretch. Schieb den Po locker nach hinten raus und stretch. Kleine Kniebeuge nur und stretch. Noch einmal. Und stretch. Locker rechtes Knie. Heben. Komm noch einmal, langsam, viermal für die Vorbereitung. In die Kniebeuge und stretch. Ja, nicht ganz so tief wie im Hauptteil gehen, bitte. Locker Knie hoch. Oh, hep, 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 hep. Noch vier, drei, zwei, marschiere. Jawohl, sehr gut. Okay, öffne die Füße, komm in den Leg Curl. Arme mit. Richtig Ferse zum Po bringen. Sehr gut. Arme über vorne, zieh, zieh. Okay, lass es noch vier machen. Und marschiere. Wunderbar. Und langsam wieder in die Kniebeuge. Letzte Runde für dein Warm-up. Und nochmal tief. Und stretch. Tief. Und stretch. Ja, der Po ist immer noch höher als die Knie. Und heb an. Ja, noch vier, drei, zwei. Wir wiederholen. Letztes Mal. Und hoch. Kleine Kniebeuge fürs Warm-up. Letztes zwei, zack. Und hoch. Tief. Und hoch. Und die lockern Knie. Entspannt nach oben. 4, 3, 2, marschiere. Atme ein. Und aus. Und ein. Und aus. Noch zweimal. Einatmen. Und aus. Ein. Okay, wunderbar. Das war dein Warm-up. Weiter geht's zum Hauptteil. Viel Spaß dabei. Du brauchst für das heutige Training zwei Hanteln. Die kannst du dir jetzt schon mal holen, falls du es noch nicht getan hast. Und ich warte im Marsch auf dich. Wir werden heute die ganze Zeit in Bewegung sein und als kleine Steigerung die Gewichte in den Händen halten. So, ich hoffe, du bist jetzt bereit. Lass uns marschieren zusammen. Jawohl. Ne, die Arme schön durchschwingen lassen. Jika. Okay, ich zeige dir gleich schon den ersten Schritt. Mambo Step. Okay, Marsche. 4, 3, 2,
mit rechts und Mambo, Mambo, tak, tak, tak. Ja, kennst du. Okay, lass uns noch vier machen zum Üben. Hep, hep. Jetzt kommen die Arme dazu. Du gehst auf, zu, auf. Ja, sehr schön. Halte die Ellbogen auf Schulterhöhe. Noch zwei. Okay, nächste Bewegung schon vor, zurück, vor, zurück. Ja, Ausfallschritt nach vorne. Knie über dem Fuß. Noch zwei und dann nehmen wir die Arme dazu. Okay, jetzt. Hüp. Arme seitlich heben. Du bestimmst selber dein Level. Je tiefer du gehst, desto schwieriger. Jawohl, sehr gut. Okay, marschiere. Wunderbar gemacht. Sehr gut. Wir machen nochmal die rechte Seite. Mambo Step. In 4, 3, 2, let's go. Gleich mit Arm. Auf und zu. Schultern tief, die Ellbogen auf Schulterhöhe. Noch zwei. Ganzkörpertraining. Wir wechseln gleich in den Lunge. Hier Ausfallschritt. Hep. Power. Vier noch. Drei. Achtung. Und jetzt marschiere auf links. Sehr gut. Ja, jetzt machen wir das Ganze mit links beginnend. Mambo Step. Drei, zwei, Mambo Step. Hep. Yep. Yep. Lass uns noch vier machen. Drei. Zwei. Easy. Und jetzt Ausfallschritt. Die Arme kennst du schon. Bleib in Bewegung. Variier dein Level. Ne, ein bisschen tiefer, anstrengender. Okay, nochmal. Hep. Und wenn du weiter oben bleibst, dann ist es etwas entspannter, ne? Naja, entspannt ist es nicht wirklich, aber ich sag mal, eine Stufe leichter. Das ist der richtige Ausdruck. Hip. Okay, noch sechs. Vier. Drei. Schön hoch. Zwei. Yeah. Marschiere auf rechts. Wunderbar. Das war schon der erste Teil. Geht doch, oder? Durchatmen. Ich zeig dir den nächsten Schritt. Ja, sind einfach nur Tap, Tap, Tap. Ellbogen dicht zum Oberkörper, Arme mit für den Bizeps. Sehr gut. Komm, nochmal zum Üben. Ne, Ellbogen ganz dicht zum Körper. Jawohl, marschiere. Das ging doch, oder? Okay, wir machen einen Step-Touch, nächster Schritt. Kennst du auch? Verbinden wir heute mit einer Übung für den Rücken. Ja, und zwar gehst du auf und auf. Kleine Bewegung nach hinten in den Rücken rein. Schau nochmal von der Seite. Ich heb die Arme seitlich etwas weiter hinter dem Körper. Okay. Sehr gut. Marschiere. Okay, haben wir es? Lass uns das verbinden. Beide Bewegungen. 5, 6, 7 und rechte Seite. 8 Wiederholungen. Ellbogen dicht. Komm. Step Touch.
Arme hinten, hinter dem Rücken, Oberkörper leicht nach vorne geneigt. So machen wir das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Wiederhol, hep. Zieh, tuck. Und hep. Oberkörper vor, komm. Und wir wechseln gleich auf die linke Seite. Hier. Lächeln hilft. Wir ziehen das heute durch, auch für die linke Seite jetzt. Komm, Oberkörper nach vorne. Arme heben hinten. Bizeps Curls, hier. Jetzt. Und hep. Oberkörper vor. Sehr gut. Marschiere. Na, wer sagt's denn? Ich muss einmal kurz hier meine Haare nach vorne tun. Die nerven immer so ein bisschen. Gut, ich hoffe, dich nervt heute gar nicht. Ja, du hast Spaß bei unserem Workout hier. Ganzer Körper ist heute mit dabei. Na, ich finde, das sind irgendwie die besten Workouts, wenn man wirklich alles spürt, ne? Und alle Muskeln mit drin hat. Okay. Kurze Rede, langer Sinn. Wir starten weiter durch. Lunge zur Seite. Ja? Also marschieren. Okay. Und großer Ausfallschritt diesmal. Nicht nur ein Tap, sondern wirklich hier ein Ausfallschritt. Puh. Schön für die Beine. Okay, jetzt nehmen wir die Arme dazu. Es geht hoch, ab, hoch, den ganzen Weg, ne? Hoch. Komm, setze alles ein, was du hast. Alle Power. Okay, marschiere. Sehr gut. Na, wichtig ist bei dieser Bewegung, dass du richtig von unten nach oben diesen ganzen Weg machst. Ja? Okay, sehr gut. Nimm die Arme vor dem Körper. Wir wiederholen das gleich nochmal, keine Sorge. Und komm in den Knee Lift, Oberkörper Twist. Brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu erklären. Erklärt sich von alleine. Yes! Und weil es so schön ist, bleiben wir hier. Komm, twiste deinen Oberkörper. Zieh das Bein ordentlich hoch. Atme nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. 4, 3, 2, marschiere. Na, je mehr du die Arme mitnimmst, desto mehr kannst du, desto mehr Kalorien verbrennst du, ne, desto aktiver wird das Ganze. Okay, den Lunge. Oh, hep. Zieh, schieb. Drück nach oben, meine Güte. 4 noch, komm. Ellbogen ran und dann hoch. Hoch die Arme. Okay. Und Knee Lift. Hip. Twist. Und wie immer haben wir natürlich die andere Seite. Machen wir die gleich hinterher. Übergang. Ja. Yeah. Jetzt. Yes. Noch zwei. Und jetzt. Twist nach links. Im Wechsel. Sehr gut, marschiere. Wir sind wieder auf der rechten Seite. Wie geht's dir? Ich hoffe gut. Na, unsere erste Runde ist da, um die Bewegung kennenzulernen. Und dann setzen wir in der zweiten Runde noch einen drauf, ja? Okay, Marsch. Ich zeige dir die nächste Übung. Wir bleiben am Platz. Wir gehen in einen Squat. Tief und hoch. Ja, eine Kniebeuge. Arme gehen für den Trizeps hoch und ab. Kombiniere diese Bewegung. Ist erstmal nicht ganz so einfach, finde ich. Rein koordinativ. Aber man kann es schaffen. Wichtig ist, dass die Arme hier hinter dem Körper bleiben. Okay. Bauch fest.
Letzte vier. Komm, vier. Schieb den Po rück. Drei. Und zwei. Eins. Marschiere. Juhu. Sehr gut. Oh, die nächste Bewegung finde ich richtig klasse. Schau mal. Das ist hier der Twist. Ganz einfach. Wenn du mehr möchtest, gehst du tief. Yippie. Und die Arme, guck mal, die machen das hier. Yes, das macht doch Spaß, oder? Super Bewegung, finde ich. Irgendwie mag ich sie. Sehr gut. Lass uns das Ganze kombinieren mit dem Squat und dann den schönen Twist, ja? Und Squat, zack, und zack. Ne, die Arme schön hinten hochheben, zack. Und noch zwei. Okay, Twist. Twist ist fast schon entgegengesetzt, ist gut. Fast schon eine Spannungsübung hier. Okay, und dann natürlich für links, auch wenn es jetzt hier keine wirkliche linke Seite gibt, aber wir wiederholen, ja? Und Po nach hinten raus, Ellbogen, Arme hoch. Letzte, Twist. Sehr gut, marschiere auf rechts. Also kurz was trinken. Das haben wir uns verdient, würde ich sagen, bevor es in die zweite und letzte Runde geht. Also, und in dieser zweiten, letzten Runde kannst du das Training für dich steigern, ja, indem du die Bewegung noch größer machst. Marschiere. Und da, wo es möglich ist, tief gehst. Ja, zum Beispiel bei der letzten Kniebeuge oder hier bei dem Lunge. Ne, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Die Zeit hast du. Okay? Ach ja, Knee-Lift. Ne, schön mit Schmackes hoch. Okay, ich werde dir noch zwischendurch ein paar Tipps geben. Lass uns loslegen mit der Runde 2. Mambo Step auf rechts und auf zu. Noch vier. Wir wechseln. Lunge. Lunge. Boom. Boom. Noch vier. Mambo Step auf links. Hip. Ja, noch vier. Bleib in Bewegung. Lunge. Links. Hip. Hier, ne, kannst du zum Beispiel auch ein bisschen tiefer gehen, wenn du möchtest. Vier noch. Drei. Zwei. Marschiere, wir sind auf rechts. Sehr gut. Nächste Runde, die Taps mit dem Bizeps Curl. Wir starten. In 4, 3, 2. Ja, wir haben 1. Zack. Buh, Muckis. Achtung. Step Touch mit der Rückenübung. Hip, hip, hip. Komm, für links. Oh. Rückenübung. Und hier. Hip, hip, hip. Oberkörper vor. Marschiere. Sehr gut. Yeehaw.
Nächstes, Lunge Side Hüp mit dem Knee Lift. So, super, ne? Ich sage immer alles vor, du weißt Bescheid. Okay, starten wir, Marsch. In 4, 3, 2, Schulter drücken, Hip. Und Hip, hier kannst du, wenn du willst, mehr in den Ausfallschritt. Ja, noch 4, 3, 2. Und jetzt, genießen, Knee Lift, Twist. Die finde ich auch super, die Übung hier. Und wir wechseln gleich auf links, Hip. Keine Zeit verlieren. Ja, noch 4. 3. Oh, hoch die Arme. Ey. Twist. Okay, super. Marschiere. Fast geschafft. Ja, jetzt gehen wir in den Squat. Dann kommt der schöne Twist hier unten, ne? In 4, 3, mach dich schon mal bereit. Und Squat. Und Squat. Und Squat. Okay, schaffen wir noch 4? Komm, 4. 3. Oh, geh tief, tief, tief. Und genieße. Hier. Oh, wir gehen noch mal runter. Es ist jetzt Endspurt. Okay, links. Squat. Bam. Bam. Letzte 4 noch. Komm. 3. 2. Ah, jetzt. Yes. Du hast es geschafft. Und hier twisten wir noch ein letztes Mal nach unten, weil es so schön ist, weil es jetzt vorbei ist. 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Streck, marschiere. Unser Workout. Heute alles miteinander verbunden. Ne, schön zur Musik. Ich finde, das macht irgendwie doppelt so viel Spaß, als wenn man gar keine Musik hat. Ja, wir hatten heute alles. Wir hatten heute Spaß, wir hatten heute Musik. Wir hatten heute tolle Gewichte, also ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Lass es mich wissen unten. Kommentare, Daumen hoch, abonnier meinen Channel, alles was du willst. Ich freue mich. Okay, ich denke, die Gewichte legen wir jetzt einfach mal weg. Zack. Fürs Cooldown. Stellst du dich auf beide Füße. Atmest ein und aus, Schultern kreisen, einatmen und aus, Schultern kreisen, komm noch zweimal, das haben wir uns verdient. Letztes Mal. Und rechter Arm zieht nach oben. Twist den Oberkörper, schau weit nach hinten. Und noch einmal rechts. Drittes und letztes Mal. Wir wechseln auf die andere Seite. Und zieh den Arm hoch. Und weit zurück. Na, schön hier die Schulter, Brust öffnen. Brustmuskulatur dehnen. Okay, komm in der Mitte an und runde deinen Rücken nach hinten aus, insbesondere hier den oberen Rücken. Und öffne, strecken. Ja, noch einmal, runde dich. Fingerspitzen, Finger zusammen. Ausatmen, strecken. Letztes Mal. Und dann strecke dich nach oben. Oh, genüsslich. Atme tief ein und aus. Verlage das Gewicht auf rechts. Str-
Strecke die Beine, dreh dich einmal nach rechts um. Hinten die Ferse aufgestellt lassen. Ja, und dann das Gewicht nach vorne nehmen. Den Fuß nach vorne stellen. Ja, wir sind jetzt hier. Linkes Bein. Wenn du mit mir alles mitgemacht hast, spiegelverkehrt. Okay, super. Beide Füße zusammenstellen. Roll dich auf. Dreh dich zurück zur Mitte. Jetzt machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Keine Sorge. Üt nach links. Das war die erste Position. Wo ist mein Fächer? Ja, und dann drehen wir uns um nach links. Jetzt ist das linke Bein hinten. Nicht zu viel denken, mach einfach mit, spiegelverkehrt, fertig. Ja, Gewicht nach vorne verlagern und dann setzt du das rechte Bein nach vorne, schiebst den Po nach hinten raus. Ne, schöner langer Rücken, Dehnung hier in der Beinrückseite. Und dann stell die Füße zusammen, runde dich, roll dich auf, richte dich nach vorne aus und atme ein, atme aus. Ja, und das war unser Workout. Herzfrequenzuhr habe ich unten in der Infobox für dich verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, deine Anna.